Hallo aus Freiburg von der 81.5 Mitgliederversammlung. Neben mir steht mein Kollege Markus Kilian und hier gab es gerade ein Speed-Dating. Das heißt, er hatte 5 Minuten Zeit, um Menschen davon zu überzeugen, dass ProKlima ziemlich genial ist. Und er hat als Beispiel für praktische Produkte die Solitex AdHero genommen. Und warum hast du von diesem riesen Sortiment jetzt nicht die Intello genommen, sondern die AdHero? Die AdHero ist zumindest unser neuestes Produkt, was wir haben. Das ist natürlich ein Grund. Und es ist ein Produkt, was einfach absolut toll ankommt im Moment im Holzbau, weil es einfach ein Thema bestreitet, was bisher noch keiner so richtig bestritten hat. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein Produkt, was auf das hat der Holzbau nur gewartet gefühlt. Es ist ja ein Witterungsschutz. Vielleicht magst du, hier hast du einen Kran dabei und du hast hier eine Geschossdecke gebaut. Genau. Und einen Kran draufgestellt. Genau. Und also, ist das Solitex AdHero so schwierig, dass wir das jetzt per Kran transportieren müssen? Genau, das ist es nicht. Aber es geht hier hauptsächlich um Geschossdecken. Das heißt, es geht um hochwertige Geschossdecken in Sichtqualität. Das haben wir hier dargestellt. Und es geht darum, diese Sichtdecken vor Feuchtigkeit zu schützen. Und das ist das Thema der Solitex AdHero. Und das haben wir hier an diesem Muster dargestellt. Und bisher ist es so, dass die Bahn auf der Baustelle verlegt wird. Ich habe aber den Kran mitgenommen, weil mein Gedanke ist, ob nicht zukünftig diese Decken nicht besser schon bereits im Werk beschichtet werden sollten mit der Solitex AdHero. Dann habe ich wirklich von Anfang an eine dichte Decke auf der Baustelle und muss dann nur noch ein Klebeband drauf machen und habe dann eine komplett dichte Fläche. Und du bist ja ein großer Fan von Holzbau, auch wegen Vorfertigung und wegen dem genauen Arbeiten. Als du heute das vorgestellt hast, die AdHero, wie war denn so die Reaktion? Die Reaktionen waren sehr gut, vor allem, weil wir auch schon viele Baustellen gemacht haben damit. Ich habe einige Bilder zeigen können. Und es ist tatsächlich ein Thema, was im Moment dran ist, vor allem, weil diese Brettsperrholzdecken im Moment total im Trend liegen und eigentlich fast jeder damit arbeitet. Und es ist einfach immer wieder ein Thema gewesen, dass es da das Wasser durchgelaufen ist und dann Flecken an der Decke waren. Und das kann ich mit dieser Solitex AdHero verhindern. Du hast ja am Anfang gesagt, darauf hat der Holzbau gewartet. Und klar sagt man gerne als Hersteller, ne, so, wir haben jetzt die perfekte Lösung. Ja. Aber wenn man so auf den Markt schaut, gibt es ja gar nicht so viel ähnliche Sachen. Warum denkst du, haben sich die anderen nicht, also warum ist erst jetzt so diese Lösung da? Es gibt schon Bahnen, die dicht sind. Es gibt auch Bahnen, die vollflächig klebend sind, wie die Solitex AdHero. Das ist jetzt nicht neu. Was neu ist und was besonders ist an der Bahn, dass sie trotz der Dichtheit und der vollflächig selbstklebenden Eigenschaft, sie ist trotzdem diffusionsoffen. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil, weil an manchen Stellen kann dann doch mal ein bisschen Wasser unter die Bahn kommen und dann gibt die Solitex AdHero die Feuchtigkeit einfach wieder ab, weil sie diffusionsoffen ist. Und das ist ein Vorteil, den bisher keiner hat. Den hat nur ProKlima. Und deswegen bist du ja gerne auf Baustellen dabei. Dein zweiter Vorname ist ja Schwast AdHero und zeigst es auch mit dem Verarbeiten. Ja. Aber ist das schwierig? Nee, das ist ganz einfach zu verarbeiten. Wenn ich es auf der Baustelle mache, ich muss nur die Rolle auf die Decke drauflegen. Die ist so schwer, die liegt ganz gut da. Dann schiebt einer die Rolle und der andere zieht hinten den Liner ab, also das Weiße hier ab. Und das war's dann eigentlich schon. Dann muss ich mal noch mit dem Besen ein bisschen nachkehren. Drum habe ich hier, sieht man den? Da haben wir hier den Anwendungstechniker mit Kaffeetasse und Besen abgebildet. Ja. Das heißt, dann muss ich hier noch ein bisschen kehren, drückt die Luft ein bisschen raus und fertig. Kein großer Aufwand. Und selbst wenn da mal eine Luftblase drunter ist, macht es überhaupt nichts aus. Überhaupt kein Thema. Dann super, vielen Dank. Viel Spaß noch bei der Tagung. Dankeschön. Und mehr über die AdHero erfahren Sie natürlich auch auf der Webseite von ProKlima.